Captain! Was gucken Sie so? Haben Sie ihn dazu gebracht? Haben Sie ihn dazu gebracht, sich aufzuhängen, diesen Zettel zu schreiben? Waren Sie es? Na, kleine Abendunterhaltung. Den Kindern gefällt's. Wenn die Kinder endlich eingeschlafen sind, werde ich mir eine Flasche Alkohol suchen und sie heimlich vernichten. Ich war nur kurz auf dem Klo. Dann habe ich mir nur noch einen Kaffee geholt. Da war noch alles in Ordnung. Oh Gott. Ja, hat ihn ganz komisch angestarrt. Wie eine Schlange, die einen Vogel fixiert. Ja. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ja. Sehr gut, Pippa. Willst du es sehen? Hey, seht doch nur! Ja! Yeah! Yeah! Bist du denn schon dran, Donny? Also gut. Donny? Willst du einen? Danke. Clark Fishman ist tot! Wo ist Mike Anderson? Lloyd hat sich umgebracht. Er hat sich mit einer Axt erschlagen. Es ist alles voller Blut. Wo ist Mike? Hatch, komm, holen wir ihn da runter. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du kannst es. Lassen Sie mich raus. Dann helfe ich Ihnen, Mike Anderson. Okay. Gott, es ist so schrecklich. Robbie! Er hat sich seinen Kopf in zwei Teile geschlagen. Er hat doch was aufgeschrieben. Er hat was auf die Pumpe jetzt gemacht. Jetzt krieg dich wieder ein. Reiß dich verdammt noch mal zusammen. Wieso hat sich Lloyd eine Axt in den Kopf gehauen? Er wollte diesen Frühling heiraten. Wie die Maurer. Und das bei dem Sturm. Mike, wer ist das? Peter Gotzo. Ich erkenne seine Stiefel. Bitte kommen, Mike Anderson. Wir haben Probleme mit dem Haus. Fördweich hat gesagt, dass Lloyd Fishman sich umgebracht hat. Ursula, wiederhol das. Wiederhol das bitte nochmal, aber ganz langsam. Die Antenne ist abgebrochen. Ich kann dich kaum verstehen. Also was für ein Notfall liegt vor? Lloyd Fishman. Gut, Hatch. Geh raus in den Wagen und versuch, Ursula von da zu erreichen. Frag, was sie für ein Problem hat, und dann kommst du wieder zurück. Gut. Hey, kommst du hier auch klar? Er ist doch eingesperrt, oder? Mike, hast du eine Ahnung, was hier los ist? Was passiert hier eigentlich? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Mike, kannst du mich hören?
Keine Verbindung? Der Wind hat die verdammte Antenne abgebrochen. Ursula, hier ist Hatch. Kannst du mich hören? Bitte kommen. Ich bin hier. Ich kann dich hören. Hörst du mich auch, Alton Hatcher? Die Verbindung bricht immer wieder ab, aber es ist besser als vorhin. Was habt ihr für ein Problem? Fred Andrews sagt, dass Lloyd Wishman sich drüben im Feuerwehrhaus umgebracht hätte. Von so einem Selbstmord habe ich noch nie gehört. Fred sagt, dass Lloyd sich seinen Kopf mit einer Axt gespalten hat. Jetzt sind Robbie Beals und Henry Bright rübergefahren, um die Sache zu untersuchen. Oh Gott, und du hast sie einfach fahren lassen? Kommen. Robbie war nicht abzuhalten. Er hat meinen Mann geradezu gezwungen, mitzugehen. Es könnte doch noch jemand dort sein. Wo ist Mike? Ich will mit Mike sprechen. Ich melde mich vom Wagen aus. Mike ist noch drin mit dem Typ, der... mit dem Gefangenen. Du musst Mike sofort zu uns schicken. Weißt du, wir haben hier selbst ein kleines Problem. Tut mir leid. Ist mit Mike alles okay? Hatch, ich bitte dich, sag es mir. Es geht ihm gut, Maul. Es ist alles in Ordnung. Ich muss jetzt wieder rein. Ich sag ihm, was passiert ist. Island Service over. Was denn? Willst du etwa auf Anderson warten in einer Nacht wie dieser? Jemand muss die Sache in die Hand nehmen. Und wir sind nun mal zufällig hier. Also komm schon. Geh da nicht hin. Ursula sagt, Lloyd Wishman liegt tot drüben im Feuerwehrhaus. Tot? Was ist mit Fürth? Fürth hat ihn gefunden. Er sagt, es war Selbstmord. Ich glaube, Ursula hat Angst, es könnte Mord gewesen sein. Mike, Robbie Beals ist mit Henry Bright rübergefahren, um die Sache zu untersuchen. Was meinst du? Ist die Straße noch befahrbar? Mit dem Geländewagen geht's vielleicht noch bis Mitternacht, aber danach... Also gut. Kirk und du, ihr fahrt rüber zum Feuerwehrhaus. Haltet die Augen offen und seid vorsichtig. Sucht Robbie und Henry. Schließt das Haus ab und dann bringt sie her. Ja. Wir behalten inzwischen unseren neuen Freund im Auge. In Ordnung, Jack? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Mike. Vielleicht nicht, aber im Moment ist es die einzige Idee. Tut mir leid, aber so ist es nun mal. Komm, Kirk. Das habe ich schon mal gesehen. Was? Du hast doch gesagt, wir sollen nicht so nah rangehen. Wenn er mich angreift, erschieß ihn einfach. Auf dem Tisch liegt eine Pistole.
Da ist er. Wenn du dich mit uns unterhalten willst, dann können wir das im Rathaus tun. Mike hat mich geschickt. Er will, dass ich dich ins Revier bringe. Henry, dich auch. Nein, wir haben Frauen und Kinder, die im Rathaus auf uns warten. Wenn Michael Anderson will, dass einer von uns Wache schiebt, gern, aber nicht jetzt. Lloyd Wishman ist tot. Auf eins der Feuerwehrautos ist mit Farbe ein Satz geschrieben. Wenn es sich um einen Abschiedsgruß handelt, ist es der seltsamste, den ich je gesehen habe. Komm schon, lass uns fahren. Das ist kein Ort für eine Diskussion. Ganz meiner Meinung, führen wir unsere Diskussion im Rathaus fort, da müssen wir uns wenigstens nicht die Lunge aus dem Hals schreien. Peter Gotzo ist tot. Peter Gotzo? Ja, er hat sich aufgehängt. Er hat auch einen merkwürdigen Abschiedsgruß hinterlassen. Mike hat mich gebeten, euch zu holen und genau das werde ich jetzt noch tun. Ihr kommt jetzt mit und folgt uns zum Laden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das freiwillig Peter macht. Gotzo, mein Gott im Himmel, wieso Ich habe keine Ahnung. Aber Ursula weiß noch nichts davon. Wir konnten sie noch nicht erreichen. Ich kann euch nicht zwingen, uns zu helfen, wenn ihr nicht wollt. Aber wenn das hier vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass alle im Ort erfahren, dass ihr euch geweigert habt. Ich helfe euch, Hatch. Danke, Henry. Also gut, dann fahren wir, wenn es sein muss. Hast du abgeschlossen? Natürlich habe ich das. Wofür hältst du mich für einen Idioten? Kannst du das Rathaus mal anfunken und Carla und Sandy sagen, dass alles in Ordnung ist? Ich versuch's doch mal. Einen Augenblick allein. Wenn wir irgendwas hören, lassen wir es euch wissen. Na macht schon, geht zurück. Wenn ihr nichts anderes zu tun habt, geht nach unten und guckt euch den Sturm auf dem Wetterkanal an. Der Empfang ist schwach, aber ich kann dich hören, Hatch. Rede schön langsam und deutlich. Bitte kommen. Robbie und Henry geht es gut. Das wolltet ihr doch sicher wissen. Bitte kommen. Ist Lloyd Wishman wirklich tot, Hatch? Ursula, ich habe im Moment noch keine Details. Sag Sandy und Carla, dass ihre Männer ein bisschen später kommen. Mike braucht sie noch einen Augenblick im Laden. Bitte kommen. Wieso denn, Hatch? Ist der Mann noch eingesperrt? Seid schön vorsichtig, Jungs. Ursula, ich kann dich nur ganz schwer verstehen. Die Verbindung ist so schlecht. Ich werde es später noch mal versuchen. Island Service over. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Mike soll das tun. Das ist sein Job. Dafür wird er bezahlt, oder? Wo ist Ihr Stock? Sie hatten doch einen Stock. Ich weiß es. Wo ist er? Sir, wie sind Sie hier auf die Insel gelangt? Gebt mir, was ich will, und ich werde gehen. Das hier habe ich in Martha Clarendons Haus gesehen. Haben Sie das geschrieben? Das waren Sie doch, oder? Und was ist es, was Sie wollen, Sir? André Linoche, das ist Französisch. Hier leben viele mit französischen Vorfahren. Was ist mit Peter Gotzo geschehen? Haben Sie was damit zu tun? Und woher wussten Sie, dass er Marihuana gelagert hat, falls das der Wahrheit entspricht? Ich weiß sehr viel, Constable. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie an der Universität von Maine studiert haben. Sie liefen im zweiten Semester Gefahr, Ihr Stipendium wegen einer 4 in Chemie zu verlieren. Und da haben Sie bei einer Klausur einfach geschummelt.
Nicht einmal Ihre Frau weiß das, oder? Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben, aber da liegen Sie völlig falsch. Ich bin sicher, über die Jahre haben Sie sich eingeredet, dass das die Wahrheit ist. Aber seien Sie doch ehrlich. Wir beide wissen es besser. Sie sollten Ralphie hin und wieder davon erzählen. Das wäre doch eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Wie Daddy das College geschafft hat. Sie haben auf dem College nie geschummelt, nicht wahr, Jack? Sie waren gar nicht auf dem College. Niemanden interessiert es, dass Sie nur Vieren auf der Highschool geschrieben haben. Aber Sie würden wegen Körperverletzung ins Gefängnis kommen, wenn es jemand rauskriegt. Sie haben letztes Jahr Glück gehabt, Sie, Lucien Fournier und Alex Haber. Echt Schwein gehabt. Halten Sie die Klappe! Der Junge war euch einfach ein Dorn im Auge, nicht wahr? Er lispelte und dann sein blondes Haar, lockig wie das Haar eines Mädchens. Ganz zu schweigen von der Art, wie er lief. Trotzdem 3-1 Billardkuss. Nicht sehr sportlich. Ich warne Sie, Mister. Der Junge verlor ein Auge. Sie können sich selbst davon überzeugen. Er wohnt in Lewiston. Er trägt eine Augenklappe mit Paisley-Muster, die ihm seine Schwester gemacht hat. Nachts liegt er wach und hört die Autos auf der Lisbon Street und die Livebands in den Kneipen. Und er betet zum heiligen Andreas, dass er ihn auf dem linken Auge wieder sehen lässt. Trotzdem, er hatte diesen leicht schwuchteligen Gang und dieses Lispeln. Und irgendwie gefiel euch sein Haar, das locker in sein Gesicht fiel. Obwohl ihr euch das gegenseitig nie eingestehen würdet. Er hat euch irgendwie angeregt. Das reicht! Schluss damit! Ihr habt euch gefragt, wie es sich wohl anfühlt, wenn man mit den Händen durch... Sie halten jetzt Ihre Jack, Klappe, Mister, oder ich stopfe Sie! Beruhige dich! Beruhige dich! Noch eine gute Nachtgeschichte für eine stürmische Nacht. Ich sehe Sie vor mir im Bett, den Arm um Ihren Jungen gelegt. Und Sie sagen, Basta, Daddy möchte dir erzählen, wie er diesem Schwulen das Auge ausgeschaut hat. Hör auf in den Mund! Alles in Ordnung? Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du verletzt? Du sollst dich von ihm fernhalten, das habe ich dir doch gesagt. Zeig Finger weg, Jack. Ist es schlimm? War nur ein Streifschuss. Da hattest du ja Glück. 10 Zentimeter weiter links und ich wäre tot und er lacht darüber. Hier. Mike, nein! Mike! Mike! Versicherung übernehmen, Robbie? Komm schon, lass uns endlich reingehen! Mike, es tut mir wirklich leid. Das ist Hatch. Mike, was der Kerl gerade gesagt hat... Schon gut. Wir haben Sie gefunden, Mike. Also gut, was geht hier eigentlich vor? Robbie, ich wünschte, ich wüsste es. Wir werden doch nicht weggepustet, oder?
wie das Haus aus Stroh und das Haus aus Zweigen. Nein, Schatz. Der Sturm kann ruhig die ganze Nacht pusten und heulen. Hier unten im Keller sind wir vor ihm absolut sicher. Ist er dir auch sicher? Ja. Sicher wie in Abrahams Schoß. Er lässt den bösen Mann doch nicht raus, sonst kann er uns was tun. Nein. Nein, das verspreche ich dir. Mein Daddy bringt mich ins Bett, nicht du! Mein Daddy, nicht du! Gute Nacht, mein Schatz. Lass mich in Ruhe! Beruhig dich wieder, Donny. Mach nicht so einen Zirkus, Schatz. Lass Sei bitte los. Nicht so laut, Schatz. Donny, komm wieder her. Hey, hey. Er ist ein bisschen übertrieben. Mein Daddy bringt mich ins Bett, nicht du! Donny! Mein Daddy, nicht du! Hey, ich will, dass du nach oben gehst. Und zwar sofort. Und da wartest du auf deinen Daddy. Na los! Es tut mir leid, Molly. Ich dachte, er wäre schon so weit, aber er ist daran gewöhnt, dass sein Daddy ihn ins Bett bringt. Ist nicht so wild. Ist wahrscheinlich besser, wenn er noch aufbleibt. Basta rennt da oben immer noch durch die Gegend. Dann können die zwei noch spielen. Die werden dann sicher irgendwann einschlafen. Ich hoffe nur, dass sie niemanden aufwecken. Nein. Die schlafen tief und fest. Ich mache mir manchmal Sorgen um Donny. Ich meine, ich liebe ihn. Aber ich mache mir auch große Sorgen um ihn. Alle Kinder machen diese Phase durch. Donny ist oft etwas anstrengend, aber das legt sich irgendwann wieder. Ich werde Robbie im Frühling verlassen. Ich nehme Donny und gehe zu meinen Eltern nach Deer Isle. Ja. Ich hatte wohl immer noch meine Zweifel, aber jetzt bin ich entschlossen. Oh, Sandy. Willst du Billy helfen? Ja, Ma'am. Sieh doch mal nach, ob noch etwas Mehl auf dem hinteren Regal steht. Und sag Billy, er soll an den Saft denken. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass er, was den Saft betrifft, keine Probleme hat, oder? Billy, kann ich dich mal kurz sprechen? Na klar, wieso nicht? Billy, ich wollte... Ist es wahr, was er gesagt hat? Lass uns darüber reden. Warst du oben in Derry und hast abtreiben lassen? Über mehr müssen wir dann wohl nicht reden. Nicht wahr? Das sagt ja wohl alles. Willst du denn nicht wissen, wieso? Um ehrlich zu sein, nein. Es war unser Baby und jetzt ist es tot. Ich denke, mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Also gut, du hast mir eine Frage gestellt, jetzt stelle ich dir eine. Was ist mit Jenna Freeman? Was soll mit Jenna Freeman sein? Warum fragst du etwas, worauf du die Antwort bereits kennst, Kat? Vielleicht will ich, dass du diesen selbstgerechten Gesichtsausdruck lässt. Ja, ich wusste es. Sie ist das größte Flittchen an der Küste und du rennst ihr hinterher, als stünde sie in Flammen und du müsstest sie unbedingt löschen. So war es doch überhaupt nicht. Wie war es dann? Billy, sag es mir. Ich will's wissen. Ich verstehe es nämlich nicht. Hab ich jemals Nein gesagt? Nicht einmal habe ich Nein gesagt. Und trotzdem! Gott, Billy, wie oft am Tag muss es denn sein? Was ist mit dem Baby? Warum musste ich das von einem Fremden erfahren? Und dann noch vor der halben Stadt? Ich wusste, mit wem du dich rumtreibst, Billy. Verstehst du das denn nicht? Woher sollte ich wissen, dass du das Richtige tust? Ich meine, wie konnte ich dir überhaupt vertrauen? Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man in der einen Woche erfährt, dass man schwanger ist? Und in der nächsten Woche, dass dein Freund seine Nachmittage mit der Dorfschlampe verbringt? Hey, dieses Baby gehörte zur Hälfte mir. Und du hast dich entschieden, nach Derry zu fahren und es ermordet. Es gehörte zur Hälfte mir, Kat. Ja, sicher. Jetzt, wo es weg ist, gehört es zur Hälfte dir. Bitte kommen, Mitchias, bitte kommen. Mike.
Was soll denn das bedeuten? Es bedeutet, dass ich nicht blöd bin. Ich meine, ich weiß, was du gedacht hättest, wenn ich zu dir gekommen wäre, als du hinter Jenna her warst. Die kleine Schlampe ist schwanger geworden, damit ich hier nicht weglaufe. Ah, ich verstehe jetzt. Übernimmst du auch noch das Denken für mich, ja? Offensichtlich ist das bei dir in den letzten Tagen etwas zu kurz geraten. Was ist mit dem Baby, das du umgebracht hast? Apropos Denken. Wie oft hast du über das Baby nachgedacht? Wieso tust du uns beiden nicht einen Gefallen und verschwindest einfach? Hau ab. Ich habe keine Lust mehr, dir zuzuhören. Was macht der? Grundgütiger, weißt du was? Du warst untreu und das ist schlimm. Aber du bist auch noch ein Feigling und das ist noch viel schlimmer. Du bist zu feige, Verantwortung zu übernehmen. Weißt du, Billy, ich bin hier reingekommen, weil ich dachte, dass es möglicherweise eine Chance für uns gibt. Aber es gibt keine Chance für uns. Weil du dich wie ein dummer kleiner Junge verhältst. Was machen Sie da, Sir? Würden Sie mir das bitte sagen? Was zum Teufel tun Sie da? Halten Sie an! Bei der Treppe, bei der Treppe, bei der Treppe! Er ist so, wie du ihn magst. Das hoffe ich. Thank you.
Entschuldige bitte, willst du sie wieder haben? Nein, danke, Annie. Nimm du sie ruhig. Ich schlafe mit den Dingern immer ein und danach tun mir die Ohren weh. Wieso hilfst du Johnny nicht ein bisschen? Gut. Dein Bild. Auf die Angaben der Wetterstationen vor Ort angewiesen. Was wir da hören, klingt für uns unglaublich. Manchias zum Beispiel hat gemeldet, dass ein halber Meter Neuschnee gefallen ist. Durch den starken Wind kommt es zu Schneeverwehungen, die riesige Schneeberge auftürmen. Und was sagen Sie? Ach, Schnee und Sturmböen, gefolgt von Sturmböen und Schnee. Und so soll es dann weitergehen, auf jeden Fall morgen und übermorgen. Und angeblich können wir dann mit einer Beruhigung der Lage rechnen. Stromausfall von Kittery bis Millinocket. Die Küstengemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und die Inseln hier kannst du völlig vergessen. Ursula, was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Gefühl, ein ganz ungutes. Ja, wer nicht? Martha Clarendon wurde ermordet, Lord Wishman bringt sich um. Über uns tobt ein Jahrhundertsturm. Wer hätte da kein ungutes Gefühl? Ich denke, es ist mehr als das. Den Wind. Das klang eher wie ein Schrei. Genauso klingt der Wind heute Abend auch, Schatz. Cat ist noch nicht zurückgekommen, oder? Nein, jedenfalls nicht hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass sie einiges zu diskutieren hatten. Joanna. Meine Mutter pflegte immer zu sagen, blicke niemals durchs Schlüsselloch, damit du dich nicht ärgern musst. Es klang genauso wie ein Schrei. Ach, komm schon, das ist doch lächerlich. Mutter, halt den Mund! Wenn ich diese Gefühle kriege, dann vertraue ich ihnen. Über die Jahre habe ich gelernt, ihnen zu vertrauen. Molly, ich glaube, Peter ist etwas passiert. Wieso? Ist jemand vom Laden zurückgekommen? Hat nein, Mike? Nein, der Letzte, der aus dieser Gegend kam, war etwa gegen 8 Uhr hier. Aber Mike geht es gut. Es hat nichts mit Hellseherei zu tun. Ich habe vorhin ein paar Brocken über Funk mitgekriegt. Einmal war es Hedge und einmal war es ganz sicher Mike. Was hat er gesagt? Mit wem hat er geredet? Ich habe nichts verstanden. Lag wahrscheinlich an der abgebrochenen Antenne. Es kamen nur Bruchstücke durch. Es war total verrauscht. Ich könnte mir vorstellen, sie haben versucht, irgendjemanden in Manchias zu erreichen. Du hast also nichts von Peter gehört, deswegen kannst du auch nicht wissen, dass... Aber irgendwie weiß ich es. Wirklich, ich weiß es. Wenn ich Lucian Fournier dazu bewegen kann, aufzuhören, am Fernseher rumzufummeln und mich mit seinem Schneemobil zur Polizeistation zu fahren, würdest du dich dann um alles hier kümmern? Solange das Haus nicht wegfliegt, geht es nur darum, den Leuten zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt um 7 Uhr Frühstück. Wir brauchen noch Leute, die beim Verteilen helfen und beim Abwaschen. Für heute Abend ist eigentlich alles erledigt. Die meisten sind schon dabei, ins Bett zu gehen. Okay. In Ordnung. Tu mir einen Gefallen. Richte Mike etwas aus. Sag ihm, er soll eine Wache aufstellen. Es gibt viele Männer, die nichts zu tun haben. Die sollen das tun. Dann schick ihn bitte her. Sag ihm, seine Frau möchte ihn sehen. Ich werde es ihm ausrichten. Versprochen. Danke. Deshalb habe ich ihn zugedeckt. Alles in Ordnung, Molly Anderson? Ja, natürlich. Das wird ein Sturm, von dem wir noch unseren Enkeln erzählen werden. Das ist er schon.
zugedeckt, weil ich ihn geliebt habe. Ich glaube, der Stock mit dem Wolfskopf hat mich dazu gebracht, das zu tun. Ich würde ihn an ihrer Stelle nicht anfassen. Ich habe ihn geliebt und jetzt das. Ich habe ihn einfach getötet. Ich bin ein kleiner T-Top. Dick und rund. Mein Arm ist Hank. Die Tülle, mein Mund. Oh mein Gott. Dass du aber nicht aus Versehen in eine Schneeverwehung reinfährst. Keine Angst, Ma'am. Was ist denn los? Nichts, er ist nur ein bisschen bockig. Hilfe! Hilfe! Jemand muss helfen! Joanna, was ist denn los? Billy, er ist tot! Da drüben liegt er! Cat Withers hat ihn getötet! Cat? Sie sitzt einfach nur da in der Ecke. Ich denke, sie hat versucht, mir zu sagen, dass sie ihn mit einem Stock erschlagen hat. Da ist so viel Blut. Als ich weggelaufen bin, fing sie an zu singen. Du meinst also, dass Cat Withers Billy Soames umgebracht hat? Bist du sicher, Joanna? Bist du sicher, dass er tot ist? Sie hat ihn mit einer Plane bedeckt, aber ich bin mir sicher, da ist so viel Blut. Wir sollten uns das besser mal ansehen. Ich kann da nicht wieder zurückgehen. Sie hockt da einfach in der Ecke. Sie hat einen ganz starren Gesichtsausdruck. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kann ich das Ding hier fahren? Wenn du langsam fährst, sicher, ich aber... Ich werde langsam fahren, glaub mir. Joanna und ich fahren zum Laden, um mit Mike Anderson zu reden. In Ordnung, Joe? Also los, steig auf. Such dir ein paar Männer zusammen und sieh im Schuppen mal nach, was passiert ist, okay? Sag aber den anderen noch nichts. Bitte, sei vorsichtig. Ursula, was geht hier eigentlich vor? Ich habe keine Ahnung. Jemanden so einen Wutanfall kriegen sehen. Er hat keine Papiere? Keine Papiere, kein Geld, kein Portemonnaie, kein Schlüssel, kein gar nichts. In seinen Sachen sind keine Etiketten. Nicht mal in seinen Jeans. Er ist einfach hier. Aber das ist nicht alles. Hat er irgendwas zu dir gesagt? Robbie? Als du bei Martha warst, hat er da irgendwas gesagt, das er eigentlich gar nicht wissen kann. Robbie, das hat er nicht, wahr? Er hat etwas über meine Mutter gesagt. Das musst du nicht wissen. Ich glaube nicht, dass er ein Mensch ist. Nein, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was er ist. Sie reinzubringen. Fichtes Haus. Nimm mich, Feuer. Dieser Wutanfall, was hatte das zu bedeuten? Als du ihn gesehen hast, hatte er einen Stock bei sich? Oh ja, Sir. Und der Knauf war ein Wolfskopf aus Silber. Und der war mit Blut beschmiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihn benutzt hat. Wo ist Ihr Stock, Sir? Wo ist er jetzt? Was ist das, was Sie wollen? Hey, da kommt jemand. Kirk. Wir haben ihn nicht bei Martha abgeholt, nicht wahr? Er hat sich abholen lassen. Vielleicht wollte er geschnappt werden. Wir könnten ihn umbringen. Niemand würde es mitkriegen. Inselangelegenheiten sind Inselangelegenheiten und das wird immer so bleiben. Dolores Claiborne, wer weiß, was die mit ihrem Mann während der Mondfinsternis getan hat? Peter Gotzo und sein Marihuana. Wir wissen es.
Ich sag ja nur, wir könnten. Tu nicht so, als wäre dir dieser Gedanke nicht auch durch den Kopf gegangen, Michael Anderson. Sieh dir das nicht an. Es ist Peter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Geh rein und hol Mike. Nein. Oh Gott. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ursula. Mike. Oh mein Gott. Komm mit rein. Da ist es warm. Ich weiß nicht, ob das klug ist, was du da machst. Das sind Beweise oder sowas? Katharina, trink ein bisschen Brühe, das wird dich aufwärmen. Wir sollten die Brühe mit Rattengift würzen, das wärmt noch mehr auf. Abdenberl, halt gefälligst dein Lästermaul. Sie behandelt sie, als hätte sie ihm sein Leben gerettet, doch sie hat sich heimlich angeschlichen und ihm den Kopf eingeschlagen. In Ordnung, Schluss damit. Raus hier. Das ist keine Fernsehshow. Hör zu, Molly Anderson. Ich bitte euch. Ihr kennt sie ihr ganzes Leben lang. Was immer sie getan hat, sie sollte wenigstens die Chance kriegen, sich zu verteidigen. Also Leute, Molly hat recht. Die haben das hier unter Kontrolle. Sunny, Upton, ihr könnt hier nichts mehr tun. Bringen wir sie runter zur Polizeistation. Werfen wir die Mörderbraut ins Gefängnis, ja. Okay, Upton. Es reicht, klar? Soweit ich weiß, sitzt da schon einer. Ich finde, sie sieht nicht so aus, als ob sie jeden Augenblick durchbrennen würde, oder? Ach, was soll's. Danke für die Hilfe. Oh, kein Problem, Molly. Hast du meine Mutter gesehen? Ich denke, sie wollte ins Bett gehen. Gut. Na, Cora, ist wie auf dem Campingplatz hier, was? Wir sollten um unsere Betten einen Zaun spannen und Geranien aufstellen. Oh, ganz ruhig. Der Generator hat sicher nur ein Bäuerchen gemacht. Siehst du, was sage ich? Es ist wieder so hell wie am helllichten Tag. Ach, wirklich? Cool. Freundlich wie immer. Danke. Trink es. Es wärmt dich auf. Ich glaube, dass mir nie wieder warm wird. Erzähl mir die Geschichte. Ich habe es dir doch schon ein halbes Dutzend Mal erzählt. Nur noch einmal. Ich verspreche es dir. Sie sagte, ich denke, der Stock mit dem Wolfskopf hat mich dazu gebracht, es zu tun. Ich würde ihn an ihrer Stelle nicht anfassen. Aber du hast keinen Stock gesehen, weder mit noch ohne Wolfskopf. Nein. Mike, was sollen wir machen? Wir warten den Sturm ab. Mehr können wir nicht tun. Molly will dich sehen. Sie meinte, du sollst eine Wache aufstellen und zu ihr kommen. Sie hat gesagt, es sind genug Männer da. Die haben heute Abend sowieso nicht viel zu tun. Da hat sie recht. Hatch, kommst du mal einen Augenblick mit raus? Ich will mit dir reden. Kommst du zurecht? Ja. Was gucken Sie denn so? Ich bin ein kleiner Teetopf, dick und rund. Ich bin ein kleiner Teetopf, dick und rund. Mein Arm ist ein Henkel, die Tülle mein Mund.
Und wenn das Wasser blubbert, ruf ich durchs Haus. Nimm mich vom Feuer und gib mich aus. Ich bin ein kleiner Teetopf, dick und rund. Der ist total verrückt. Ganz sicher. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Ich überlasse dir für eine Weile die Verantwortung. Oh, Mike, es wäre mir lieber, wenn du das nicht tun würdest. Es dauert nicht lange. Ich will die Frauen zurück ins Rathaus fahren, solange der Geländewagen noch durchkommt. Dann gehe ich zu Molly und frage, ob sie klarkommt. Ich gebe Ralphie einen Kuss. Und dann sammle ich sämtliche Männer ein, die uns halbwegs nützlich sein können, und bringe sie hierher. Wir bewachen ihn in Dreiergruppen oder zu viert, solange bis der Sturm vorbei ist. Von mir aus zu fünft, wenn du dich dann ein bisschen wohler fühlst. Ich fühle mich erst dann wieder wohl, wenn er im Derry County Gefängnis sitzt. Ich weiß, was du meinst. Cat Withers. Ich kann das nicht glauben, Mike. Cat würde Billy nie wehtun. Ja, das weiß ich auch. Wer hält hier eigentlich wen gefangen? Kannst du das mit Sicherheit sagen? Oh, das ist verrückt. Ja. Kommst du mit Robbie klar? Muss ich ja wohl, oder? Grüß mir Linda von mir, wenn sie noch wach ist und... Sag ihr, dass es mir gut geht. Und gib Pippa einen Kuss von mir. Mach ich. Wie lange wirst du brauchen? 45 Minuten, höchstens eine Stunde. Ich komme mit einer Wagenladung Muskelpakete zurück. Du bist ja nicht allein. Du hast Jack, Henry, Robbie und Kirk Freeman. Glaubst du, irgendeiner von uns könnte was ausrichten, wenn der seine Show abzieht? Glaubst du, im Rathaus ist man sicherer? Oder irgendwo sonst auf der Insel? Wenn ich an Cat und Billy denke... Fahren Sie schon, Mike. Fahren Sie. Wir kommen zurecht. Und sagen Sie Ihrem Sohn, sein Freund vom Supermarkt lässt ihn schön grüßen. Woher wissen Sie so viel? Was zum Teufel wollen Sie? Hatch! Du nimmst dir einen von den Männern und passt hier drinnen auf ihn auf, während ich weg bin. Die anderen können rüber in den Laden gehen. Stell deinen Spiegel auf, damit ihr euch sehen könnt. Ja, du willst verhindern, dass er uns alle gleichzeitig kriegt, nicht wahr? Nun ja, das ist der Plan. Also gut, ich bringe euch jetzt ins Rathaus. Mike. Peter ist doch hier draußen gut aufgehoben, oder? Ja. Wenn alles vorbei ist, werden wir uns angemessen um ihn kümmern, wie es sich gehört. Oh, Mike, Mike. Na kommt. Kommt, fahren wir. Ist völlig weggetreten. Sie hat ein paar Schlaftabletten bekommen.
ganz leichtes Mittel kriegt man schon ohne Rezept. Das ist wohl der Schock. Was immer sie getan hat oder ihr angetan wurde, sie ist weit weg davon, ist auch das Beste für sie. Schlaf gut, Schatz. Sollte nicht jemand bei ihr bleiben und sie bewachen? Sie braucht keine Wache, Andy. Aber... Sie braucht keine Wache. Was soll das? Die Kaspar ist kein guter Platz für eine Frau, die allein ist. Das erregt zu viel Aufmerksamkeit. Wir möchten ihr jegliche Peinlichkeiten ersparen. Wir können ihr weitere Peinlichkeiten ersparen, wenn wir sie von ihr wegschaffen. Es wird doch wohl möglich sein, diese Frau an einen angemessenen Platz zu bringen. Also kümmern Sie sich endlich darum. Andy! Jill, Schatz, was ist denn los? Was ist los? Hilf ihm, kümmere dich um sie. Gott. Komm mit. Was ist denn los? Mike, ich habe solche Angst. Habe ich auch. Ich kann da nicht reingehen. Es tut mir leid, ich kann nicht, ich halte das nicht mehr aus. Sandy. Oh mein Gott. Sandra! Sandra, was ist denn los? Ich kann nicht! Ich kann nicht! Was ist passiert? Hey, ist alles in Ordnung? Ist okay. Ich kann nicht! Was ist denn los? Joanna. Andy, kann ich dich mal kurz sprechen? Schatz, alles in Ordnung. Aha. Sie ist tot. Oh. Urs, alles in Ordnung? Sandra... Könntet ihr mir ein paar Decken besorgen? Dann können wir sie einwickeln. Ja, wir kümmern uns drum. Okay. Mike, was ist los? Billy Soames. Seid ihr sicher, dass er tot ist? Ja. Wieso? Die alte Mrs. Stanhope ist auch tot auf der Damentoilette. Shh. Was war es denn? Ein Herzinfarkt? Ein Schlaganfall? Selbstmord. Ist Billy noch draußen in der Hütte? Ja. Da schien er uns am besten aufgehoben. Wir haben ihn eingewickelt. Andy. Ja? Du und Sonny, ihr geht bitte Mrs. Stanhope zudecken. Bringt sie raus und legt sie zu Billy. Nehmt die Hintertür. Ich möchte nicht, dass die Leute sehen, wie eine Leiche durch den Raum getragen wird. Was ist mit Jonas, ihrem Sohn? Ich habe ihn unten gesehen. Er wollte sich gerade hinlegen. Das soll er mal ruhig machen. Seine Frau kann es ihm morgen früh erzählen. Abtenberg? Ja, Sir? Geh runter und such dir 5 oder 6 Männer, die noch wach sind. Männer, die kräftig genug sind, eine halbe Meile durch den Schnee zu laufen. Falls es dazu kommt, sollen sie nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen. Sag ihnen, sie sollen hier raufkommen. Ja. Sag ihnen nichts weiter. Nur, dass ich mit ihnen reden will, okay? Ja, klar. Mike. Du bist dran. Na los. Jim.
Wo ist Robbie? Ich will meinen Robbie sehen. Wo ist er? Er hat gesagt, er würde hier sein. Und ich will nicht sterben, ohne ihn nochmal zu sehen. Ich möchte, dass jemand meine Hand hält, bevor ich gehe. Robbie, wo bist du? Wo bist du? Ich will meinen Robbie sehen. Er hat gesagt, er wäre hier. Oh, Robbie, wo steckst du nur? Ich glaube, meine Stadt hat genug von dir. Oh, Jack, du hast schon wieder gewonnen. Kirk, mit dem nächsten Blatt wird sich alles ändern. Mike? Ist es der Mann, der Ralphie im Laden auf den Arm genommen hat? Er ist es, nicht wahr? Und, wirst du das schaffen? Ja. Dieser Mann wird nie ein Gericht von innen sehen. Das weißt du. Vielleicht solltest du ihn loswerden. Lass es wie einen Unfall aussehen. Es ist besser, du gehst jetzt rein, sonst bekommst du noch einen Schnupfen. Komm zurück zu uns, Mike. Das werde ich. Hatch! Robbie hat eine Pistole! Robbie! Der will den Kerl erschießen! Geh da weg, Robbie! Leg die Pistole weg! Robbie, wieso? Wieso bist du nicht zu mir gekommen? Robbie, nicht! Warum hast du mich bei fremden Leuten sterben lassen? Was steht dir so da? Helft mir! Robbie, was machst du denn da? Wieso hast du mich alleine sterben lassen? Robbie! Ich hab auf dich gewartet, Robbie. Und ich warte immer noch. Unten in der Hölle. Da warte ich auf dich. Hör auf damit! Oder ich schieße. Damit? Robbie! Ich warte auf dich in der Hölle, Robbie. Und wenn du dort erscheinst, werde ich deine Augen aufessen. Wieder und immer wieder. Denn in der Hölle geht es um Wiederholung. Geboren allein? Komm doch rein. Ich weiß es nicht.
Gebt mir, was ich will, und ich werde gehen. Sag es ihnen. Gebt mir, was ich will, und ich werde gehen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wo ist Hatch? Hatch! Was ist passiert? Was ist passiert, Hatch? Wir müssen ihm geben, was er will. Wenn wir das tun, dann wird er gehen. Dann wird er uns in Ruhe lassen. Wenn wir es nicht tun. Wenn nicht... Wo ist er hingegangen? Da raus. In den Sturm. Wie soll man denn hier irgendwas sehen können? In Ordnung ist, dass kein Gott zusieht und dass ihr ruhig das machen könnt, von dem ihr glaubt, dass es richtig ist. Könnt ihr Halleluja sagen? Brüder, heute Abend möchte ich euch von der heimlichen Sünde erzählen. Und ich möchte euch heute Abend daran erinnern, sagt Halleluja, dass die Sünde Halleluja. Süß auf den Lippen schmeckt, aber sauer auf der Zunge. Und sie vergiftet den Bauch der Gerechten. Gott beschützt euch, aber könnt ihr auch Amen sagen? Ja, die heimliche Sünde. Das egoistische Herz, das sagt, ich muss nicht heilen. Ich darf alles für mich behalten und niemand wird es je merken. Denkt darüber nach. Es ist leicht zu sagen, ich darf dieses schmutzige kleine Geheimnis für mich behalten. Das geht niemandem etwas an. Und es wird mir auch ganz bestimmt nicht schaden. Und dann versucht ihr, das Geschwür der Korruption zu ignorieren, das drumherum wuchert. Diese Krankheit der Seele, die drumherum wächst. Seid sicher, dass eure Sünden ans Licht kommen werden und dass man euer Geheimnis entdeckt. Alle Geheimnisse werden entdeckt. Könnt ihr Halleluja sagen? Oh, könnt ihr Amen sagen? Ich fordere euch auf, den Stachel der Sünde zu betrachten, den Preis für das Laster. Ich fordere euch auf, das gerechte Ende jener zu betrachten, die vor dem wandernden Fremden, der kommt und eine geringe Bitte vorträgt, ihre Türen verschließt. Der sogenannte Sturm des Jahrhunderts ist für New England nun Geschichte. Überall sieht man wieder Leben, nur nicht hier auf Little Tall Island. Ein kleines Fleckchen Erde vor der Küste Maines. Es ist die Heimat von ungefähr 400 Seelen der letzten Zählung nach.
Etwa die Hälfte der Inselbevölkerung suchte Schutz auf dem Festland, als bekannt wurde, welche Ausmaße dieser Sturm haben würde. Aber fast der ganze Rest, 200 Männer und Frauen und kleine Kinder, sind verschwunden. Einige Bewohner wurden gefunden. Die United States Coast Guard hat bis jetzt 4 Leichen geborgen. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautete, handelte es sich dabei um 2 Selbstmorde. Die beiden anderen Mordopfer wurden mit größter Wahrscheinlichkeit totgeschlagen, und zwar mit demselben stumpfen Objekt. Die vor einem Rätsel stehende Polizei stellt sich immer wieder die gleiche Frage. Wo sind die anderen Bewohner von Little Tall Island? Wo ist Michael Anderson, der Besitzer des Supermarkts, der einzige Polizist auf Little Tall war? Wo ist der 14-jährige Davy Hopewell, der mit pfeifferschen Drüsenfieber im Bett lag, als der große Sturm begann? Wo ist Robert Beals, der Bürgermeister? Niemand weiß es. Nur einmal in der amerikanischen Geschichte gab es einen ähnlichen Fall. So sah das Dorf Roanoke in Virginia 1587 aus, als alle Einwohner verschwanden. Alle Männer, Frauen und Kinder. Nur ein einziger möglicher Hinweis wurde gefunden. Ein Wort in einen Baum geritzt. Das Wort Croton. War es der Name eines Ortes oder nur ein Schreibfehler? Ein Wort einer Sprache, die während der Jahrhunderte verloren ging? Niemand weiß das genau. Die Polizei versichert den Reportern, dass man der Lösung auf der Spur ist, aber selbst sie kann eine wichtige Tatsache nicht leugnen. Die Hoffnung schwindet rapide für die vermissten Bewohner von Little Tall Island. Es gibt Hinweise darauf, dass die meisten der Inselbewohner die erste und die schlimmste Nacht des Sturms hier waren. Im Kellergewölbe des Rathauses von Little Tall Island. Was danach geschah, kann keiner genau sagen. Was genau passierte 1587 in Roanoke, Virginia? Und was geschah 1989 hier in Little Tall Island? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber eins weiß ich ganz sicher. Davy, du bist wirklich viel zu klein, um Basketball zu spielen. Seid sicher, dass eure Sünde ans Licht kommen wird. Und dass man euer Geheimnis entdeckt. Alle Geheimnisse werden entdeckt. Könnt ihr Halleluja sagen? O Brüder, könnt ihr Amen sagen? Ich fordere euch auf, betrachtet den Stachel der Sünde, den Preis für das Laster. Ich fordere euch auf, das gerechte Ende jener zu betrachten, die vor dem wandernden Fremden, der kommt und eine geringe Bitte vorträgt, ihre Türen verschließen. Denn Staub wird der Lohn der Lust sein, und der Lohn der Sünde wird der Tod sein. Denn wenn der Bittsteller abgewiesen und dem Suchenden kein Aufschub gewährt wird, soll dann nicht der Hartherzige fortgeschickt werden? Ihr sollt als Undankbare gebrandmarkt werden. Es tut mir leid, es tut uns beiden leid, nicht wahr, Buster? Entschuldigen Sie, dass wir es Ihnen nicht gegeben haben, Mr. Lino. Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen nicht gegeben haben, was Sie wollten. Dafür müsst ihr bezahlen. Es tut uns leid, Mr. Lenoge. Hilfe, Daddy! Molly! Hilfe! Wir hätten ihnen geben sollen, was sie wollten. Daddy! Nein! Mike? Oh Mann. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ein Reporter steht auf der Hauptstraße und berichtet davon, dass alle verschwunden sind. Wie in diesem kleinen Dorf in Virginia vor langer Zeit. Ja, genau. Und niemand wusste, wo sie hingegangen waren. Und in diesem Traum wusste niemand, wo wir hingegangen waren. Sie alle träumten es. Versteht ihr? Wir haben hier alle das Gleiche geträumt. Wohin können 200 Leute verschwunden sein? Besonders auf so einer Insel, abgeschnitten durch einen Sturm. In den Ozean. Was? In den Ozean. Massensuizid. Wenn wir ihm nicht geben, was er will. Wie schafft er das? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass er es kann. Und was will er, Mike? Was kann er nur von uns wollen? Wir werden es herausfinden, wenn er es will.
Mike, der Leuchtturm wird gleich einstürzen. So eine Brandung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Leute, hört mal alle her. Wenn ihr rausgeht, haltet euch in der Nähe des Gebäudes auf. Der Schneesturm ist immer noch sehr gefährlich. Komm, wir holen deine Mom und sehen uns das an. Darf ich das auch sehen? Mami, ja, können wir rausgehen und uns das ansehen? Ich zieh dir schnell deinen Schneeanzug an. Zusammen, verstanden? Na klar. Niemand wird allein gelassen. Seid vorsichtig, Jungs. Werden wir sein. Es ist wärmer, ich komm schon klar. Wir bleiben zusammen, etwa schon vergessen? Na gut, komm mit. Mich vom Feuer und kipp mich aus.
hasse das Lied. Wieso? Ich weiß nicht, ich hasse es. Und wie geht es Jack Carver? Er hat sich ein wenig beruhigt. Nur gut, dass die Frauen mit dem Kind schon draußen waren, bevor er zusammengebrochen ist. Wir sollten einen Suchtrupp zusammenstellen und nach Angela und den anderen suchen. Wenn Orton Hatcher ihn nicht anführen will, könntest du es tun. Und wenn der Suchtrupp nicht wieder zurückkommt, was machen wir dann? Schicken wir noch einen anderen los? Wir können doch nicht einfach rumsitzen. Doch, das können wir und genau das werden wir auch machen. Wir bleiben hier sitzen und warten den Sturm ab. Bitte entschuldige, Hurt, ich brauche einen Kaffee. Aber sollten wir nicht irgendwas unternehmen? Robbie! Was ist denn mit Kid Withers los? Gar nichts, Schatz. Sie muss sich nur etwas ausruhen. Wieso räumt ihr nicht ein bisschen auf und dann bringt ihr Mrs. Anderson neue Sachen, mit denen ihr spielen könnt, okay? Ich räume nicht auf. Mein Daddy wird mir jetzt erstmal einen Donut schenken. Donny! Don Beals, komm bitte zurück. Na los! Donny nicht aufräumt, räume ich auch nicht auf. Wir sollen aber aufräumen. Ist ja gut, ganz ruhig. Ralphie, komm her, mein kleiner Freund. Na komm, hab keine Angst. War's das? Ja, das reicht, das. Was machst du? Das Markus-Evangelium. Oh mein Gott. Was soll denn das? Sie trafen einen Mann von unreinem Geist. So steht es im Evangelium. Ein Mann, der von Dämonen besessen war. Und er hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden. Auch nicht mit den stärksten Ketten. Und Jesus ließ daraufhin die Dämonen in eine Herde Säue fahren. Und die Herde stürmte davon und ertrank im Meer. Aber bevor Jesus die Dämonen austrieb, fragte er nach ihren Namen. Und das Ding da drin sagte, unser Name ist Legion. Denn wir sind viele. Ist es